Reaktion auf das, was Janine uns zu sagen hat. Und Janine, bitte. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte dieses Grußwort der Landtagsfraktion damit beginnen, dass es die erste personelle Veränderung in der Landtagsfraktion seit ihrem Bestehen seit 2008 gegeben hat. Und wir werden Barbara morgen, wenn sie hier ist, noch gebührend verabschieden und wir werden ihr danken. Dem will ich auch gar nicht vorgreifen, aber ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, herzlich willkommen in der Landtagsfraktion, liebe Gabi Kaulhaber. Lagte diese Woche, Zitat, den Zitat, geschmacklosen und die Gesellschaft spaltenden Wahlkampf in den USA. Da sprechen die Fachleute, würde ich sagen. Denn kaum jemand kennt sich mit die Gesellschaft spaltenden Wahlkämpfen so gut aus wie die hessische CDU. Und damit haben sie in den letzten Jahren mit dazu beigetragen, dass eine Stimmung entstanden ist und ein gesellschaftliches Klima geschaffen wurde, das eine rechte Partei wie die AfD überhaupt erst möglich und stark gemacht hat. Solche Stimmungen fallen nicht vom Himmel. Solche Stimmungen wurden in den letzten Jahren bewusst geschürt von den Seehofers und den Scheuers und den Irmers. Und deswegen, wenn wir über die Gefahr von rechts außen sprechen, dürfen wir über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Wer den Nährboden für rechte Parteien bekämpfen will, der muss die zunehmende soziale Spaltung, der muss die zunehmenden Abstiegsängste in dieser Gesellschaft bekämpfen. Der muss etwas tun gegen Niedriglöhne, gegen prekäre Beschäftigung, und der muss etwas tun gegen die Demütigung, die Hartz IV heißt, die abgeschafft werden muss, liebe Genossinnen und Genossen. Und dabei, der Kampf gegen Rechts und der Kampf für soziale Gerechtigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Sie gehören zusammen. Wir wollen die Verteilungsfrage in den Mittelpunkt stellen, die Frage der Umverteilung, weil die gesellschaftliche Spaltung zwischen oben und unten verläuft. Und das ist die entscheidende Frage, die wir auch mit Blick auf die Bundestagswahl thematisieren müssen. Und ich finde, es steht uns viel besser zu Gesicht, die Rolle als Oppositionsführerin anzunehmen, statt heute über mögliche arithmetische Mehrheiten zu spekulieren. Und ich finde, dass unsere Parteivorsitzenden sehr recht haben, wenn sie sagen, ein Bundespräsidentschaftskandidat Frank-Walter Steinmeier ist kein Angebot an die Linke, es ist eine klare Absage. Wer Steinmeier zum Kandidaten will, macht, der wird nicht um unsere Stimmen. Ich glaube, der will unsere Stimmen nicht mal. Für uns ist doch klar, dass es nicht um arithmetische Mehrheiten geht, sondern es geht um Inhalte. Und deshalb ein amtierendes Mitglied dieser Bundesregierung, die Hartz IV verschärft hat, die deutsche Soldaten an die russische Grenze verlegt hat und die CETA zugestimmt hat, der kann doch für uns kein wählbarer Kandidat sein, liebe Genossinnen und Genossen. Wir als Linke haben immer gesagt, dass Regierungsbeteiligung für uns kein Selbstzweck ist. Und ich sage euch auch aus der Erfahrung im Hessischen Landtag, keine Regierungsbeteiligung ist es wert, dass man sich so verbiegt wie die hessischen Grünen. Eine Partei, die eine völlige inhaltliche Entkernung vollzogen hat und sich zum Mehrheitsbeschaffer für diese hessische CDU zu machen, das zeigt doch, dass Regieren eben kein Selbstzweck ist, sondern dass es um die Inhalte geht und dass die Grünen nicht schweigen dürfen über rassistische Ausfälle von CDU-Politikern und ihr Wahlprogramm in die Tonne klopfen, dafür, dass sie mit der CDU regieren dürfen, liebe Genossen. Dass die Linke als Opposition im Landtag vertreten ist. Dafür, dass wir Missstände benennen, dass wir aufklären, wie im NS-Untersuchungsausschuss zum Beispiel, dass wir Alternativen formulieren. Aber wir wissen, und deswegen sind wir kein Wahlverein, sondern wir sind eine Partei, die verankert ist in den sozialen Bewegungen, in den Gewerkschaften, weil wir wissen,
dass wir über die besten Reden im Parlament und über die schönsten Anträge diese Gesellschaft nicht verändern können. Sondern wir wollen Politik mit Menschen gemeinsam machen und für eine andere Gesellschaft kämpfen und nicht stellvertretend für sie. Und liebe Genossinnen und Genossen, weil in den letzten Tagen ja auch über meine Person auch spekuliert wurde und ich doch von einigen angesprochen und gefragt wurde, möchte ich auch gerne dazu noch was sagen, wenn ich noch Zeit dazu habe. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wenn die Partei das möchte, dann werde ich mich um einen Platz auf der Landesliste zur Landtagswahl 2018 bewerben und meinen Beitrag dazu leisten, dass die Linke stärker als bisher in den Landtag einzieht. Dafür gekämpft haben. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit.